Okay, da kommen wir noch nicht durch. Die schwarze Masse. Oh, guck mal, unsere Blumen am Arm. Die haben wieder Blümchen am Arm gehabt, weil wir da näher kamen. 3 von 9. So, warte mal. Hier müssen wir, glaube ich, nachher runter. Ah, was können wir jetzt hier machen? Können wir das Tor aufmachen? Okay, wir kommen hier nicht lang. Dann müssen wir uns einen Weg anders bahnen. Alter, wie geil, über das Schild. Ne. Wie cool. Wie cool ist das denn? Eine alte Tür. Probier die doch mal. Ah ne, da ist ein Schloss vor. Und das Schloss sieht sogar noch sehr gut aus. Normalerweise wäre das wahrscheinlich schon verrostet und alles. Oh, hier oben haben die Party gefeiert. Guck mal, da sind Lautsprecher. Gar nicht so doof unterm Dach. Okay, die anderen nicht. Oh, und da sind wieder unsere Freunde. Hier haben wir einen Angelhaken. So, jetzt gucke ich erstmal, ob wir noch eine Muschel finden. Da ist noch eine. 4 von 9. Da fehlen uns ja aber noch 5. Dass sie im letzten Augenblick erstarrt sind. Ach krass. Sie sind also in ihrem letzten Augenblick erstarrt. Hat die Masse sie zum Erstarren gebracht? Aber wo wollten die hin? So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal den Samen, aber ich frage mich, wo die Muscheln sind. Vielleicht finden wir ja noch eine unterwegs. Jetzt die Frage, wie kommen wir... Ach, guck mal, die bekommen dabei Blümchen. Hä, wie cool ist das denn? Okay, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Aber wie kommen wir nach oben? Sag mal. Ich frage mich gerade, wie man nach oben kommt. Da muss es ja wahrscheinlich noch einen alternativen Weg geben, oder? Hey, meine Freunde. Aber wie kommen wir denn da nach oben? Wie ich es vorhin sagte, ne? Kommen wir hier vielleicht hoch? Ach, krass. Auf. Da musst du erstmal drauf kommen. Hier werden wir wahrscheinlich jetzt auch ein paar weitere Muscheln finden. So Erinnerungsstücke. So, nehmen wir den Samen wieder mit. Oh, wie die Blümchen hier wachsen. Das ist voll schön. Wie cool. Ach was. Ich habe nicht auf Überspringen gedrückt, ne? Nur so zur Info.
hatten auf jeden Fall vor irgendwas Angst. Sie haben auf jeden Fall vor der Masse Angst gehabt. Ist ja immer noch keine Muscheln, ne? Dann schauen wir mal. Ich hoffe, wir finden noch eine. Ich höre eine. Wir konnten auch nach oben. Aber ich guck einmal hier. Okay, die ist oben. Warte mal. Vielleicht gehe ich doch erst oben gucken. Weiß, dass wir sowieso nach oben müssen. Okay, wie kommen wir da hin? Was haben wir hier? Oh, ein Tagebuch. Satest 3. 7 von 56. Die Aussicht ist ein Traum. Muss man einfach so sagen. Ist einfach ein Traum. So, wir müssen so oder wohl oder übel in diese Richtung. Bleibt uns also nichts anderes übrig. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt rauf? Oh, warte mal. Nee, hier noch nicht. Oh, das ist bestimmt voll gemütlich, hier zu schlafen. So hier oben. Im Himmel. Über allem von der ganzen Stadt. So, das ist bestimmt großartig. Dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch die andere Muschel kriegen. Die müsste ja rechts liegen. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, Kampf wird es hier nicht geben. Das war im Vorgänger auch schon so. Falls ihr irgendwie vielleicht damit rechnet, dass man vielleicht hier irgendwie noch kämpfen muss oder so, muss ich euch leider enttäuschen. Wird es leider nicht geben. Wie ich am Anfang es schon sagte, es ist ein reines Erkundungsspiel. Sammeln, bisschen entdecken, bisschen Storytelling. Das ist das ganze Spiel. Und es ist einfach zum Abschalten. Man muss einfach sagen, es ist zum Abschalten. Wer es nicht kann, wer es nicht möchte. Ich bin nicht böse drum, wenn es keiner sehen möchte. Aber ich möchte für mich einfach sagen... Oder ich möchte einfach für mich sagen können, ich habe den Nachfolger gespielt, denn ich fand den ersten Teil wirklich wunderbar und großartig. So, wir kommen auch... Ne, da kommen wir nicht rüber. Oder? Ah doch, hier kommen wir rüber. Aber wo geht's denn nach unten? Ah. Wo sind wir denn hier jetzt? Huch. Nur mal gucken, ne? Auch ruhig andere Wege geben. Sieht nämlich förmlich danach aus, es wäre hier auch noch was. Ja, ein weiteres Tagebuch, sehr schön. 8 von 56. Na, das wird ja heiter. Bei dem Wetter klettern. Warte mal, von da kamen wir doch, ne? Oder? Ah ja, stimmt, wir müssen ja nach oben, ne? Stimmt ja. Nach... Oder? Nee, hä? Ach, stimmt. Hier müssen wir hin.
Hier ist ja das Seil, womit wir nach oben düsen. Das habe ich ja ganz vergessen. Aber somit haben wir die ganzen Items hier gesammelt. Das Buch und so. Somit haben wir das schon mal nicht vergessen, genau wie die Muscheln. So, jetzt sind wir auf dem noch nicht höchsten Punkt. Alter Schwede. Eine Brücke hier. Weiß ich noch nicht, was es ist. Oh, die sind ja so süß, die Eichhörnchen. Da sehe ich auf jeden Fall eine weitere Muschel, die wir uns natürlich holen werden. Wenn wir da dran kommen. Aber dazu muss ich erstmal runterkommen. So. Den Stein müssen wir bestimmt da hinten hinbringen. 7 von 9. Auf dieser Plattform, die wir gesehen haben. So, was haben wir noch hier? Oh, Alter. Kann das Wetter mal schön werden? Ich würde. Alter, das ist so schön. Okay, sonst sehe ich hier aber noch keine weitere. Aber ich glaube, da oben. Ich meine, da müssen wir bestimmt hin, oder? Was ist hier? Nee, da ist der Samen. Oh, wir müssen den Samen noch weiter nach oben bringen. Okay, bevor wir das machen, warte. Machen wir erstmal das hier. Was auch immer das für ein Stein. Oh, der scheint schwer zu sein. Oh, oh, puh. Dann wollen wir mal. So. Auf die Plattform. Ah, cool. Ein Mechanismus für die Treppe. Hat er sie umgedreht? Nee, ich dachte schon. Sah erst so aus. Okay, da müssen wir den Samen hinbringen. Ich öffne mal die Brücke. So, meine Frage aber jetzt. Die letzten Items. Sind die vielleicht hier oben? Weil es sieht förmlich danach aus, als würden wir hier noch... Ja. Na, was machst du da? Hilfe. Hier ist nichts drin, okay. Aber ich habe schon eine Muschel wieder gehört. Oder ich höre eine. Wenn mich meine Ohren nicht täuschen. Müssen wir da auf jeden Fall noch nach unten. So, jetzt sind wir fast oben. Da ging es nicht weiter. Wo müssen wir denn jetzt lang? Okay. Was soll ich dann hier oben? Ich frage für einen Freund. Ah, hier, warte mal. Habe ich gar nicht gesehen. Da, sieh mal einer an. Alter Schwede. Aber von hier aus kann man doch bestimmt gut gucken, oder? Anscheinend ja nicht. Boah, wenn das Wetter jetzt noch mitspielen würde, ne? Dann hätte man einen super Ausblick. Oh. 8. Okay, und der 9. ist unten. Müssen wir nochmal gucken, wie wir da dran kommen. Oh, oh. Eine komische Kamerafahrt. Oder ist die 9 oben? Ein weiterer Tagebucheintrag. Einer fehlt uns noch.
Einer fehlt uns noch. Hui. Gibt's noch einen anderen Weg runter? Frag für einen Freund? Okay, anscheinend nicht. Es hört aber auch nicht auf zu regnen, ne? Nicht mal ansatzweise. Da irgendwo ist die Muschel. Ich höre sie. Aber ich weiß noch nicht genau, wie wir da hinkommen. Hierdurch kann ich... Na, nicht... Lass das. Hier kann ich ja nicht durchgehen, oder? Nee. Nein. Andersrum? Gibt es hier noch einen Weg? Ah. Über die alten Klimaanlagen, Anlagen drüber weg. Und dann holen wir uns... Ah nee, ein Buch. Entsetzt über das, was er getan hatte, versuchte der große Mann ein letztes Mal die Masse zu besänftigen, doch vergebens. Der große Mann, war das hier der Anführer von den Leuten, die hier mal gelebt haben? Kann das sein? Ach, die letzte Muschel ist unten. War das hier vielleicht den ihr... Ja, Gott, möchte ich es jetzt nicht nennen. Aber war das den ihr... Na, wie sagt man? Herrscher? Weil das war ja auch anscheinend so eine Zivilisation hier. Und... Ich gehe stark von aus, dass die hier... natürlich sehr freundlich miteinander gelebt haben. Über den Dächern der Stadt. Wie die Flut wohl kam. Ja, es sieht alles sehr, sehr mutig aus, Mädchen. So, mein Freund, hallo! Ich würde dich gerne mal fragen, wo ist denn die letzte Muschel? Hier schien es doch irgendwie nach unten zu gehen, ne? Wie kommen wir denn da hin? Oder waren wir da schon? Ich glaube, da waren wir schon. Aber wo ist die letzte Muschel, verdammt? Ich muss doch mal genau hinhören. Da waren wir, glaube ich, schon. Das haben wir auch schon gemacht. Verdammt, wo ist die letzte Muschel? Weiter unten. Hier vielleicht? Nee. Gut, hätte ja jetzt sein können. Also oben war sie definitiv nicht. Ich würde einfach mal jetzt hier den Samen einstecken. Sehr schön.
FM. Der Bruder fürchtete die Gabe, sie könnte die beiden alles kosten, was sie sich erkämpft hatten. Und so schnell konnte ich gar nicht lesen. What is one, but takes it home? Wir können die Samen wiederherstellen und alles in Ordnung bringen. Ja, das ist richtig. So, der Bruder fürchtete die Gabe, sie könnten beide alles kosten, was sie sich erkämpft hatten. Aber die Schwester war davon überzeugt, dass sie der Schlüssel zu einem neuen Zuhause war. Ja, jetzt das Problem. Wir haben eine Muschel übersehen, wahrscheinlich irgendwo. Und das heißt, wir müssen nochmal zurück zum Turm. Das ist ja nicht so toll. Aber gut. Eigentlich geht's relativ zügig. Wir wissen ja eigentlich, was uns da erwartet. Jetzt müssen wir kurz gucken, wo war denn der Turm jetzt? War das da? Da hinten, ich sehe ihn. Ich habe jetzt gedacht, man bleibt oben oder so. Aber nun gut. Boah, die ganzen Wurzeln werden ja auch so langsam grün. Wir werden es zu einer neuen Welt erschaffen. Es hat wenigstens schon mal aufgehört zu regnen und zu blitzen und zu donnern. Das ist schon mal sehr gut. Hui! Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt größer ist wie der erste Teil. Also jetzt von der Spielwelt her bin ich mir... Was? Bin ich mir gar nicht sicher. Kann ich, wie gesagt, gar nicht sagen, weil ich tatsächlich einfach nicht mehr weiß, wie groß das war. Okay, in der Stadt ist es immer am Regnen, glaube ich. Weil jetzt fängt es nämlich schon wieder an. Gut, da kommen wir auch rauf, aber ich möchte trotzdem erstmal eins beenden, bevor ich was Neues anfange. Das wäre mir ganz lieb. Jetzt muss ich kurz gucken, wo der Turm war. Das müsste hier irgendwo die Richtung sein. Die Pfeile zeigen uns, glaube ich, den Weg. Ja, da ist der Turm, oder? Ja. Das heißt, wir können ja theoretischerweise nur unten irgendwo eine Muschel übersehen haben. Aber wo? Da müssen wir genau die Ohren aufspitzen, um zu schauen, wo das ist. So. Dann lass uns mal die Ohren aufspitzen, ob wir die jetzt finden. Kann übrigens auch laufen. Also ganz normal gehen. So, hier waren wir schon überall. Da unten haben wir die eine gefunden. Das kann ja im Prinzip ja irgendwo zwischendurch gewesen sein, nur. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. So, hier haben wir auch alles abgesucht. Ach, guck mal, die Leute sind aber jetzt weg hier. Die aus vergangenen Tagen. Hier war aber jetzt auch nichts, ne? Nicht, dass hier noch irgendwie was ist oder so. Genau, da sind wir über das Schild geklettert. Geh nur einmal nochmal hier rum.
Room zu hören, ob hier vielleicht doch eine Muschel irgendwo auftaucht. Weil es stand noch nicht, dass wir das abgeschlossen haben. Ne? Jetzt fängt es an zu gewittern, natürlich. Je weiter wir nach oben voranschreiten. Jetzt müssen wir genau gucken. Das wäre echt schade, wenn wir die nicht haben. Ich würde die schon gerne haben wollen, muss ich sagen. Warte. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich habe sie gehört. Ja, ich höre sie. Die ist hier irgendwo. Hier. Oh, wie gemein. Da bin ich einfach zum Fahrstuhl gelaufen. Oh, wie gemein das ist. Warte mal, wo... Wie kommen wir denn hier runter? Ah, hier. Ist die... Oh, wie gemein. Kletterstil freigeschaltet. Aber wir haben noch nicht alles entdeckt hier, ne? Anscheinend. Er zeigt es zumindest noch nicht an. Oh. 2 von 9 Blumen gefunden. Alle Objekte in der Nähe entdeckt. Ja, sehr schön. Das freut mich doch. Das ist super. Dann lass mal einmal ins Journal gucken. So, 2 von 9 Blumen. 3 von 26 Upgrades, 2 von 10 Aussichtspunkten, 2 von 20 Relikten haben wir. Stile, was ist denn Kletterstil? Was ist denn hier ein anderer Kletterstil? Oh. Hui. Guck mal, wie wir jetzt aussehen. Das ist kein Kletterstil, das ist einfach... Wir sehen halt einfach anders aus. Aber klettern tut sie immer noch gleich, ne? Ich wollte gerade sagen, dass, ja. Gut. Okay. Sehr schön. Das mag ich, muss ich sagen. Das ist eher echt ein schönes kleines Detail, was man machen kann. Gut, Freunde, ich würde sagen, mit dem schönen Ausblick, der jetzt nicht so toll ist, aber wo ich immer noch sage, ich bin noch sehr atemberaubend, oder finde es immer noch atemberaubend, wie geil das Spiel einfach ist, möchte ich einfach sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Dann geht die Sonne auch wieder auf und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt Submerged. Und dann seid ihr wieder dabei. Und Petrus auch. Bis dann, macht's gut.